Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und in diesem kleinen Video geht es um neue Berufe im Internet. Neue Berufe im Internet und ich möchte drei Entwicklungen aufzeigen und drei neue Berufsbilder vorstellen. Das erste Berufsbild ist der Viral Marketing Manager. Der Viral Marketing Manager. Das zweite Berufsbild, das ich vorstellen möchte, ist der Evangelist. Heißt wirklich so. Und das dritte, was ich besonders interessant finde, ist der Feel Good Manager. Dass das hier zum großen Teil englische Ausdrücke sind, liegt in der Natur der Sache. Die dominierende Sprache im Internet ist nun mal das Englische. Was ist hier gemeint? Nun zunächst mal, was ist virales Marketing? Virales Marketing ist intensives Empfehlungsmarketing. Und wenn ein Video zum Beispiel, das ein Produkt präsentiert oder sonst irgendeine Aktion im Internet intensiv weiterempfohlen wird, retweetet wird auf Twitter, verlinkt wird, eingebettet wird in Blogs, weiterempfohlen wird und so weiter, dann spricht man von einem viralen Effekt, weil sich das Video verbreitet wie ein Virus. Das heißt, der Viral Marketing Manager betreut eine Internetkampagne und es geht vor allem um Empfehlungen, um Weiterempfehlungen. Er ist also zuständig dafür, dass dieses Video, diese Produktpräsentation per Video besonders intensiv weiterempfohlen wird und sich auf die Art und Weise verbreitet im Netz. Der Evangelist ist der, der eine neue Technik bekannt machen soll, beziehungsweise präziser können wir sagen, er soll helfen, Widerstände gegenüber einer neuen Technik im Internet, einer neuen Internet-Applikation zum Beispiel, Widerstände zu überwinden. Alles Neue erzeugt zunächst mal zu überwinden, wollte ich sagen, Widerstände zu überwinden. Alles Neue erzeugt zunächst einmal Widerstände und diese neue Technik mag ja sehr gut sein, aber die Menschen lehnen sie ab, einfach weil sie damit im ersten Moment nicht klarkommen, weil sie zu neu ist, zu befremdlich ist und hier setzt der Evangelist an und soll diese neue Technik bekannt machen. Besonders interessant finde ich den Feel Good Manager. Der Feel Good Manager ist der, der zuständig ist für die Mitarbeiterzufriedenheit. Die Mitarbeiterzufriedenheit, das heißt, der Feel-Good-Manager, der im Moment eigentlich noch gar kein klares Berufsbild hat, noch kein klar definiertes Aufgabenfeld, kümmert sich um das Finden von Wohnungen, um das Finden von Kindergartenplätzen, betreut Menschen, die neu sind in einer Stadt, weil sie neu in diesem Unternehmen sind und neu zugezogen sind, hilft beim Finden von Kochkursen und ähnlichen Dingen. Also es gibt noch gar kein ganz genau abgegrenztes Aufgabenfeld, aber es gibt die zentrale Aufgabe, nämlich Feel Good. Das heißt, die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen. Und wenn Sie mein Video über die sechste Welle kennen, dann wissen Sie, dass das genau im Trend der Zeit liegt, denn die sechste große Wirtschaftswelle, die sechste große Welle, die großes Wirtschaftswachstum auslösen wird, wird der Faktor Mensch sein. Und da spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass Mitarbeiter sich im Unternehmen wohlfühlen. Laut der mir vorliegenden Informationen gibt es den Feelgood-Manager zum Beispiel bei Jimdo. Das ist die Seite, die meinen Internetshop spaßlerndenk-shop.de hostet. Und was haben wir noch? Jimdo und Spreadsheet werden hier laut Wirtschaftspresse, Internet World Business ist hier meine Quelle genannt, also Unternehmen, die bereits einen solchen Feelgood Manager haben.
Okay, das war's. Wenn Sie sich für mich und meine Arbeit weiter interessieren, dann schauen Sie doch mal unter Spaß, Lernen, Denk, Minus Shop, gehostet eben von jener Firma Jimdo, die ich gerade erwähnt habe, Spaß, Lernen, Denk, Minus Shop. Und dort finden Sie zahlreiche Lernhilfen, die Ihnen das Lernen erheblich erleichtern können. Mein Name ist Marius Ebert, alles Gute.